Also ich habe es mir überlegt, mit Talana jetzt auch noch Lichtmagie zu lernen, wäre vollkommen übertrieben. Das lassen wir lieber. Jedenfalls vorerst. Wassermagie-Stufen und Meditationsstufen sind da wesentlich wichtiger bei ihr. Wir hatten aber noch einen Spruch. Genau, Gottes Eingriff haben wir gelernt. Was wäre eigentlich, wenn wir zwei Lichtmenschen hätten? Also wenn Talana jetzt auch Großmeister Licht wäre, wir haben aber nur einen Spruch. Ich glaube nämlich nicht, dass wir den später irgendwo kaufen können. Obwohl, er hat ihn einmal kopiert. Er kann ihn ja öfters kopieren. Na gut, so oder so. Kriegt ihn Lei. Und er macht was? Gottes Eingriff. Heilt den gesamten Schaden an Trefferpunkten. Gibt ihm alle verlorenen Zauberpunkte wieder. Und löst alle negativen Zustände auf. Das ist sehr mächtig. Der Zauber kann aber nur dreimal am Tag gesprochen werden, was nicht wirklich ein Problem ist, aber man kann ja einfach schlafen. Und alle... Und der Zaubernde altert bei jeder Anwendung um 10 Jahre. Also Lei. Die anderen wahrscheinlich nicht. Also müssten wir nur eine Möglichkeit finden, Lei immer wieder zu verjüngen. Das klingt nicht so wirklich einfach. Aber na gut, wir wollen weitermachen. Und zwar wollen wir erstmal nach Celeste. So. Und da wollen wir zur Ausbildungsstätte und unser Gold verprassen in der Richtung. Obwohl, warte mal, du bist jetzt doch, ne, Großmeister. Oder kannst Großmeister werden. Das ist, glaube ich, viel wichtiger als alles andere. Und zwar... Großmeister Plattenrüstung? Nein. Großmeister der Wassermagie lebt auf einer Anhöhe im Süden der Stadt Harmdale. Hinda. So. Oh, wir können noch was hier lassen. Das tut irgendwie weh. Das ist die falsche Kiste gewesen und ich hoffe, die da wird nicht resettet. Ah, sehr gut. Das wäre übel gewesen. Warum kann ich nicht? Wie kriege ich jetzt in die Kiste die Axt rein? Gar nicht, ja? Okay, ich hoffe mal, wenn ich jetzt in die Kiste was reinlege und Zeug rausschmeiße, dass jetzt die Kiste so, wie sie ist, bestehen bleibt. Also sobald was drin ist. Nämlich das da. Und die Glückstiefel können weg. Oh, erhöht den Effekt aller Lichtzauber. Den sollte sie jetzt mal anziehen. Und der kann weg. So, du, den hier. Der kann verkauft werden. Das kann alles verkauft werden. Und die Rezepte können ruhig bei ihr bleiben. Das kann weg. Können wir das wirklich brauchen? Das kann weg. So. Genau, wir wollen raus. Wir wollen auf die Anhöhe im Süden von Harmony oder Harmondale. Da dann Großmeister werden. Und dann eigentlich die Zauber suchen. Also verzaubern und halt Leute biegen. Ich denke mal, es wird hier oben gewesen sein. Wenn das keine Anhöhe ist, dann weiß ich auch nicht. Torrent, Großmeister. 8000 Gold. Klick. Okay. Und wo war jetzt die Großmeister-Gilde des Wassers? Ich denke mal bei den Elfen. Fliegen tun wir noch? Ja. Wo waren hier die Gilden? Nicht hier. Hier. Wasser. Adeptengilde. In der Gilde des Wassers. Ja, nee. Dann wohl doch nach Afli. Kurz hier durch. Augen offen halten nach so einem flammenden komischen Ding. So eine Herausforderung. Aber ich glaube, hier hatten wir noch nicht. Wir hatten bisher erst in Rassia und in Brakada. Oh, Gold. So. Kurz einen Baum ausgelacht und weiter. Zing. Du. Fliegen. Weiter.
So. Wo war hier irgendwas? Hier waren die Klerikalen recht hohen. Aber hatten die überhaupt Elementar was? Nee. Hier waren die Kleriker. Die hatten gar kein Wasserdingens. Die hatten aber Inseln. Ich flieg mal ganz kurz zu den Inseln, weil ich war mir ziemlich sicher, dass auf einer der Inseln auch Häuser standen. Genau die da. Dann können wir gucken, ob da irgendein Meister ist, den wir brauchen. Und NPCs sollten wir immer noch suchen. Bürger, Bürger, Chefkoch, nö. Gepäckträger. Guck mal, die Großmeister sind wir schon. Altimi-Großmeister sind wir auch schon. Hier waren wir doch vor kurzem erst, ne? Sind wir auch schon. Ja, nee. Das war ein Griff ins Klo. Wo könnte denn Wasser sein? Oh, warte mal. Wo wir gerade hier sind. Ich hätte gern Schutz gegen Magie. Ich hätte gern Tag des Schutzes. So, ich hätte gern Stille Macht. Das geht richtig gut. So, ich hätte gern das da. Eigentlich will ich mir die Kisten blühen, aber okay. Das ist jetzt Rache dafür, dass wir so oft für ihn weglaufen mussten. So. Geben nicht mal Gold, das ist ja mau. So, du kommst mit. Du machst bitte Bewahrung. Was mich daran erinnert, dass wir immer noch in die Steinstadt wollen. Um den Telekinese-Spruch zu lernen. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Mit Verkauf, mit Verkauf. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Meh. Meh. Nicht so wirklich toll. Oh, Gold. Können wir das wirklich brauchen? Das erkenne ich nicht. Können wir das wirklich brauchen? Au! Oh. Ah, oh, tut mir leid. Moment mal. Dich hatten wir schon. Hey, wenn wir ein Jahr gewartet hätten, heißt das, wir könnten unseren Golem mit mehreren Armen ausstatten? Also so mehr Armen. Ein Shiva-Golem. Das wäre interessant. Oh, und ich bräuchte mal eine Kraftheilung. So. Ja, doch. Langsam wird das mit den Zaubern. Kaputt, komm schon. Da oben drin waren wir schon, ne? Ich glaube ja. Ja, hier gab es nicht zu klicken. Okay. Kommst mit, kommst mit, kommst mit. Und wir fliegen weg. Da oben war der Druidenzirkel. Und Gold und Arbien. Nee, Weibern. Center-Unterschied. Und die haben Gold dabei. Ist wohl gar nicht so schlecht. Ja, ja, da war was. Das tut trotzdem irgendwie weh. Fühle ich mich hier recht unbehaglich. Mich mal ja. Wir sind schon weg. Ganz ruhig. Aber trotzdem nicht so ganz, was ich wollte. Ich wollte eigentlich die oberste Wasserschule finden. Bei den Zwergen wird es bestimmt nicht sein. Sibrakada? Oh, hallo Titanenburg. Hier wollte ich gar nicht hin. Eigentlich wollte ich nur wegfliegen, solange bis kein Gegner mehr da ist. Ja, Bracada. In der Wüste die oberste Wasserschule. Ich weiß ja nicht. Deja? Gucken wir aber mal kurz. Da. Federfall. So. Was haben wir da? Karte.
Vertrautes Heim. Meistergilde des Wassers. Das soll mir doch glatt reichen. Oh, 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 oh. Ich glaube, die Zauberpunkte waren gerade aus zum Fliegen. Das kann peinlich enden, sowas. Kartograf, ne. Timothy Hawk. Bzz. Du trink mal einfach einen ganz billigen davon. Danke. Sims Haus? Nein. Aber da um die Ecke irgendwo sollte es gewesen sein. Ne, da unten. Okay. Ups. Du? Ne, du bist die Gilde des Lichts. Da ist zu. Und da ist geschlossen. Da ist die Gilde des Wassers. So. Wir sollten später. Die sind auch zu. Zing, 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 zing. Willkommen in der Gilde des Wassers. Stadtportal haben wir. Verzaubern haben wir hier nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Und Lloyd's Beacon haben sie nicht. Aber das ist okay. Weil wieder einer mehr. Sie jetzt ganz viele Sachen in die Hand gedrückt bekommt, die wir verzaubern. Stärke plus 12. Warum machst du nicht an? So, der soll verzaubert werden. Der soll verzaubert werden. Es tut mir leid, ich weiß es du, nicht. Was bist du? Du kannst weg. Du kannst weg. So. Verzaubern. Krone. Sie macht Geschick plus 12. Aber sie ist schon mal mehr wert als vorher. Wir haben nur vergessen, in Tatalia den Knick nach Evermorn zu machen. Wenn wir jetzt schon Sachen herstellen, die mehr wert sind, sollten wir auch einen Händler haben, der es einigermaßen gut verkaufen kann. Sonst lohnt sich das nicht. Also du. Gleich nochmal zaubern. Den Ring, ja. Intellekt plus 12. 10. Ausdauer plus 11 bekommt man eine von ihnen hier. Hufeisen haben wir auch noch zu vergeben. Das gucke ich später. Du verzaubern das da. Intellekt plus 13. Hat sie was Besseres, oder? Nö, 12. 10. Und du hast Alchemie plus 30. Das kann ich nicht toppen. Nee. Das kann also auch verkauft werden. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? War's erstmal mit Sachen. Wie schaut's denn bei den Rüstungen aus? Du hast doch einen edlen Plattenpanzer, der gar nichts drauf hat. Und ein Schild, doch der hat was. Der Helm aber nicht. Klick. Tada. Plus 5 auf Intellekt und Charisma. Genau, was Girogon braucht. Okay, Charisma bringt ein bisschen was, weil dadurch mehr Zauberpunkte hat, aber meh. Und 10 Zauberpunkte. Ja, ist halt random, ne? So, Waffe auch noch. So. Doppelter Schaden gegen Untote. Oh, das passt doch mal richtig gut. Schuhe hat schon was. Charisma. Oh, die goldene Kettenrüstung hat noch nichts. Und dann sind wir, glaube ich, auch erstmal durch mit dem Gröbsten an Verzaubern. So. Waffenmeister plus 10. Keinen Platz mehr. Das ist doch Verhöhnung. Hast du Waffenmeister überhaupt? Nö. Ich glaube, sie kann es nicht mal lernen. Das heißt, die 10 Punkte bringen ihr gar nichts. Menno. So, du bist nur ein Bürger. Jetzt will ich mal kurz zur Lichtakademie gucken. Was es denn überhaupt noch so für Lichtzauber gibt? Weil wir haben ja erst... Wie viel? 5. Willkommen in der Gilde des Lichts. Lichtelemental beschwören. 9000. Magie vertreiben. Entfernt Zauberaufwirkungen von allen Kreaturen in Sichtweite des Zaubernden. Mit steigendem Fähigkeitswert in Lichtmagie verkürzt sich die Erholungszeit. Okay. Lichtpfeil. 1 bis 4 Schaden pro Fähigkeitswert. Und Tote allein doppelten Schaden. Also 2 bis 8. Ist echt nicht schlecht.
Prismenfeuer. Ja, also es gibt noch ein, zwei Zauber, die wir lernen können in der Schule, aber so toll klingen die meisten davon nicht wirklich. Wahrscheinlich auf Großmeister oder Meisterrang vielleicht noch ein, zwei Sachen. Du kommst mit. So, wir wollen zurück nach Tatalia. Oh Mist. Wir haben nicht das Gold, um uns den Meisterrang in Dingens zu leisten. Das ist jetzt nicht so toll. Ich wollte eigentlich nach Celeste. Aber da teleportieren wir uns einfach hin. So. Und so gehen wir jetzt hier die Sachen verkaufen, die wir eben gerade eingesagt haben. Ah, wobei es hier keine Ramschändler gab, ne? Das ist doof. Mir fällt auch so ad hoc nicht irgendeine Stadt ein, wo wir recht schnell an Ramschändler rankommen. Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg, weg. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Darf ich euch helfen? 5000 Gold. So, du kannst weg. Also das kann alles auch noch weg. Das kommt zu ihm. Vielen Dank. Krimskramshändler. Also haben die, müssten wir rauslaufen. Aber das geht fast. Was haben wir noch so im Angebot? Oh, warte mal, was war hier drüben eigentlich? Das war Alchemie. Also haben wir die, müssten wir rauslaufen. Im Forst kenne ich mich nicht gut genug aus. Erassia ist relativ nah dran. Jo. Erassia ist unser Schnellsprungpunkt jetzt, um Kinkelitze zu verkaufen. Helfen? Weg, 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 weg. So, 10.000 Gold. Das muss reichen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Jetzt bitte nach Tatalia, dann nach Evermorn und da feilschen Meister werden. Und dann sollten wir uns wieder dran machen, Gold zu machen. Später. Hallo? Es geht sofort los. Oh, Hufeisen. Hufeisen. Wo war Nummer 3? Hufeisen. So. Genau, zum Boot. Aber vorher einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.